Herzlich willkommen zu Alle Spiele, Alle Tore, live auf Teleclub. Heute mit den Partien Lugano gegen Luzern, Sion gegen IB und Thun gegen Xamax. Es ist 18.00 am Sonntag, 5. Mai. Es ist Zeit für unser Format «Alle Spiele, alle Tore». Schönen guten Abend und recht herzlich willkommen. In der nächsten halben Stunde werden wir Sie über alles updaten, was an diesem Fußball-Sonntag passiert ist. Und das machen wir zusammen mit unserem Fußballexperten Schorsch Brigi. Herzlich willkommen, Schorsch. Danke, schönen Abend. Schauen wir uns mal schnell die Partien an, die auf uns warten. Es sind nämlich die folgenden: Lugano gegen Luzern, Sion gegen IB und der FC Thun hat die Heim gespielt gegen Neuchâtel Xamax. Bereits gestern ein schwarzen Abend für den Zürcher Fußball. Basel schlägt den FCZ 3:0 und GC verliert die Heim gegen den FC St. Gallen mit 0:1. Die erste Partie, die wir jetzt wollen, alle Infos geliefert bekommen, ist der Match zwischen Lugano und dem FC Luzern. Die Innerschweizer, wo ja mit einem bisschen hoch im Gepäck Chris Augsburger ins Tessin-Kreis sind, wobei der FC Lugano ja zuletzt auch nicht ganz so schlecht war. Das tönt eigentlich nach einer recht spannenden Partie. Kannst du uns aufdatieren, was passiert ist in 90 Minuten, bitte? Ja, spannend ist es rein resultatmäßig definitiv hier im Cornaredo. Es ist ein stürmischer Wind übers Cornaredo gefegt. Die Partie, naja, ist nicht ganz so stürmisch, aber wie das Wetter war. Ich freue mich für die Analyse der Zien Denge vom FC Luzern zu begrüßen. Zien Denge, Gianni Wieler hat es gesagt, man konnte mit erhobenen Hauptes hier antreten. Trotzdem, es war eine ganz schwierige Partie für den FC Luzern. Ja, wir sind sehr schlecht ins Spiel reingekommen. Die erste Halbzeit war nicht so gut von uns. Die zweite haben wir nochmal versucht, Gas zu geben, aber hat leider zum Ausgleich nicht mehr gereicht. Eben der Ausgleich. Sie sprechen es an, weil der Zien Denge hätte in der 87. Minute die grosse Möglichkeit gehabt. Da haben sie ihr Glück noch einmal versucht. Der Ball abgefälscht, aber knapp neben dem Tor vorbei. Da hätte der Nachmittag ganz anders aussehen können, aus Sicht vom FC Luzern. Ja, war noch leicht abgefälscht. Leider hat er sich mehr ins Tor gedreht. Ja. Heute wollte es einfach nicht klappen mit dem Tor. Allgemein konnte man sagen, naja, viele Torszenen haben wir nicht gesehen. Lag es am Wind vielleicht auch ein bisschen? Die Unpräzisheit vielleicht im Angriff beider Teams? Ja, das stimmt. Mit dem Wind war es nicht so einfach, aber kann keine Ausrede sein. Sie hatten wenig Chancen, wir hatten auch nicht wirklich viele. War eigentlich ein 0-0-Spiel, aber durch den Freistoß haben wir dann 1-0 verloren. Ja. Und da schauen wir uns eben an, das Freistoß-Goal vom FC Lugano. Ein bisschen symptomatisch, dass auch in dieser Partie ein Standard entscheidet. Wie haben Sie es gesehen, das 0:1? Also ich stand in der Mauer, der Ball kam schon sehr gut mit Zug. War schon gut geschossen, wir springen auch alle hoch, aber... Vielleicht lässt ihn Elika ein wenig zu wenig hoch. Ja, ich sehe es gerade nicht, kann sein, aber... Der Ball war auch gut getreten, muss man sagen. Also 1:0 für den FC Lugano. Der Torschütz war der Schwede Alexander Gernd. Ich habe ihn natürlich darauf angesprochen, wie er die Szene eben zum 1:0 gesehen hat. Ja, das ist nicht so viel. Ich habe nur probiert, über den Mauer zu schießen. Und ja, habe den Ball gut getroffen und ja, ist Tor. 10. Spiel ohne Niederlage, Platz 3, Europa League, kommt immer näher. Ja, es also gibt noch 4 Spiele, oder? Sehr, sehr wichtig. Nächstes Spiel gegen Thun auswärts. Wird schwierig sein, aber ja, wir probieren wir weiter so und dann schauen wir. Ja, gar nicht viel gesehen, sondern einfach mal draufgehauen, der Alexander Gernd. Sie winken also momentan von Platz 3, der FC Lugano. Ja, Sie denken, zweimal in Serie hat man jetzt gewonnen, heute verloren. Es droht fast wieder auch der Blick zurück auf die Tabelle. Ist eigentlich eine brutale Situation. Ja, uns war vor dem Spiel schon klar, dass wir jetzt nicht mit dem Abstieg abschließen können. Müssen weiter nach vorne und nach unten schauen. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel sehen, dass wir die Punkte holen. Und dann wird es auch am Ende auch gut kommen. Nächsten Wochenende zu Hause gegen GC. Gegen GC, das naja, rechnerisch noch nicht abgestiegen ist. Was erwarten Sie da für eine Partie? Also die werden natürlich alles versuchen. Gas geben, wir haben jetzt auch heute verloren. Müssen auch unbedingt gewinnen, wollen auch unbedingt gewinnen. Und ja, wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich bedanke mich für die Analyse. Gute Heimreise durch den Gotthard Ziegenkäse. Dankeschön. Dankeschön. Also natürlich ein bisschen niedergeschlagen, der Spieler vom FC Luzern. Verständlich, wenn man hier eben mit 0:1 verliert. Im Vorprogramm haben wir den Carlinhos Junior vom FC Lugano gross thematisiert. Der Mann also bei den letzten 3 Partien 5-mal für die Luganesi getroffen. Naja, heute
ist er zwar nicht mit einem persönlichen Goal belohnt worden, aber er hat trotzdem immer wieder versucht, offensive Akzente zu setzen. Also in der 71. Minute, wo er hier aus der Distanz ganz knapp über das Goal von David Zibung den Ball trischt. Aber nichtsdestotrotz natürlich der FC Lugano zufrieden mit dem Resultat, zufrieden mit diesen drei Punkten und natürlich unglaublich zufrieden, wie sie jetzt eben in der Tabelle da stehen. Der FC Luzern, ja. Von ihm haben wir definitiv zu wenig gesehen. So ein bisschen sinnbildlich, dass man frustriert war in dieser Partie, ist eine Szene in der ersten Hälfte, wo der Christian Schwegler hier eine Tätigkeit gegen Dragan Mihajlovic macht. Mit den Schultern macht er halt doch eine Bewegung Richtung Gegenspieler. Er hätte sich da also nicht müssen wundern, wenn er die zweite gelbe Karte gesehen hätte und dementsprechend mit Rot vom Platz wäre geflogen. Also, Luzern muss wieder nach hinten und nach vorne schauen. Sicher ein spannendes Wochenende, der bevorsteht für den FC Luzern. Thuner, ich habe es gesagt, die sind momentan dritt. Die können den Blick doch eher nach Europa richten, lieber Gianni. Also, da sind wir gespannt auf das, was dann kommt. Wir begrüßen bereits unseren Studiogast. Der Murat Yakin ist bei uns im Studio. Und wir schauen mal noch schnell, was in Thun so ein bisschen abgegangen ist. Thun gegen Neuchâtel Xamax sicherlich auch etwas, was sich noch wird brennend interessieren. Der Stefan Eckli ist unser Mann vor Ort und wird uns jetzt updaten, was da gegangen ist in dieser Partie zwischen den Berner Oberländern und den Neuenburger. Bitte, Stefan. Messe Gianni, es war eigentlich alles dabei, spieltechnisch und auch wettertechnisch. Und bei mir ist der Kemal Ademi. Und das hat einen guten Grund. Er hat sich nämlich wieder in die Torschützenliste eintragen. Willkommen und gratulieren zum Sieg. Hallo, danke vielmals. Gerade als erstes, wenn wir eine Szene von Chris Kaplan, 31. und 37. Spielminute. Ich bin natürlich nicht unbedingt ein Experte, wenn ich sage, das hat das Spiel in eine andere Bahn gelenkt. Ja, also ich meine, das ist ganz klar, das ist die geile Karte. Und jetzt sieht man da, dass das... Er kommt ganz klar Sport und das ist rot, gelb rot für mich ganz klar. Und der Raphael Nutzel hat gesagt, aha, der Experte und Journalisten meinen immer, es sei viel einfacher 11 gegen 10. Das stimmt aber nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir haben ja gesehen, wie lange wir Geduld haben gebraucht haben. Dann hat sich ja ausgezahlt am Schluss unsere Geduld. Ja, schauen wir das 1-0 an. 75. Spielminute, 6. Saisongoal, das 3. Joker-Goal. Es gibt keinen Grund, dass der Ancho oder Ademi von Anfang an bringt. Das ist ein bisschen fies. Ja, ich nehme die Rolle gerne an. Ich meine, wenn ich treff. Jetzt habe ich das 3. Joker-Goal. Das ist eigentlich gut für mich und ich helfe so meiner Mannschaft. Nimmt man sie gerne oder stellt man dir auch mal die Ansprüche und sagt, hey, jetzt möchte ich aber von Anfang an? Ja, sicher. Ich meine, jeder Spieler wird von Anfang an spielen und so wird auch ich von Anfang an spielen. Aber wenn ich den Goal auch nach einem Joker-Einsatz mache, wieso nicht? Es hat ja eine Spielpause gegeben wegen dem Trikot-Jubel. Was hat denn der Trainer eigentlich gesagt? Nichts. Er hat gesagt, einfach dranbleiben und wir brauchen ihn wieder gegen Thun. Und hat sich ja ausgezeichnet. Voilà, Trainer, da bin ich. Und habe wieder ein Goal geschossen. Wir schauen auch noch das 2-0 an. In der Nachspielzeit war es gewesen, es ist eigentlich nur noch der Deckel drauf machen gewesen, das ist klar. Ja, wir haben jetzt Thun auch nicht mehr mögen. Und dann musst du eigentlich schon bei der ersten Annahme musst du schon machen. Aber wenn sie halt wieder zurückkommt, dann hast du halt beim zweiten Mal rein. Was mich wundernimmt, jetzt hat man immer, der Nutzer hat so gesagt, wir müssen gegen runter schauen. Wir müssen schauen, dass man die GC distanzieren kann, dass man den Parasplatz auf sich hat. Was ändert jetzt nach heute? Jetzt könnt ihr im Direktduell gegen Zürich den Parasplatz abgeben. Macht das einen Unterschied im Kopf? Ich glaube nicht. Also wir bleiben so realistisch, wie wir sind. Wir bleiben wohlständig. Wir spielen auch weiter so Fußball. Und dann, wir haben dann direkt gegen Zürich, Sioch und auch noch. Einfach dort weitermachen, was wir heute aufgehört haben. Und dann schauen wir. Es sind natürlich zwei Matches, um eben die direkten Konkurrenten kann distanzieren. Also Nervosität in dem Sinn, dass es etwas anderes ist, das spürt ihr nicht? Nein, also wir sind ganz locker. Auch in der Kabine, jetzt im Training, jetzt im Spiel da. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nervös sind, weil wir jetzt auf dem Barrasplatz momentan sind. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Also der Kemal Ademi von der Bank gegen Zürich? Müssen Sie den Trainer fragen? Vielleicht fragen wir ihn, wenn wir Gelegenheit haben, fragen wir ihn selbstverständlich noch. Also, merci vielmals, seid ihr schnell zu uns gekommen. Toi, 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 dass die Mission direkt der Liga halt, wie man sie jetzt plötzlich vor Augen, dass die klingt. Dankeschön, danke vielmals. Der Kemal Ademi zum 6. Mal getroffen in dieser Saison. Zum 3. Mal ist es als Joker gewesen. Jetzt wollen wir auch noch eine Stimme hören vom Verliererteam. Der Michael Fritschi hat den Trainer bei sich. Stefan Glarner, wo sehen Sie Gründe für die Niederlage heute gegen Neuchâtel Xamax? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit mit 11 gegen 11 haben wir viel zu wenig kreiert. Wir sind defensiv zum Teil anscheinend zwei Kämpfe verloren. Einfache Ballverluste gehabt, darum sind sie ja zu Chancen gekommen. Ich denke, mit 10 Mann ja, haben wir es auch fast besser gemacht. Wir haben zwei drei riesen Chancen, die wir müssen machen müssen. Sie machen es und ich denke, das war die Runde schon. Was war die gelb-rote Karte gegen Chris Kaplan aus Ihrer Sicht nicht spielentscheidend gewesen?
Ich habe nicht das Gefühl. Also für uns war es fast wie ein Weckruf. Ich glaube, ja, mit einem Mal weniger haben wir es besser gemacht als vorher. Und ja, sie sind effizienter schlussendlich vor dem Goal. Und das war der Unterschied gewesen. Jetzt haben wir nur noch 4 Punkte Vorsprung auf dem Barrageplatz. Fängt jetzt das grosse Zittern an bei Thun? Nein, das Zittern nicht. Also wir haben ja Anfang der Saison gesagt, der Klasserhalt ist das Ziel Nummer 1. Alles andere war gerade von außen. Und das sind wir uns ganz klar bewusst, dass wir wieder Punkte, wieder Siege einfahren müssen, dass wir dort unten rauskommen. Aber was muss sich konkret verbessern? Ja, es ist ja nicht etwas, das konkret schlecht ist. Es würde sich ändern. Es sind sicher Details, die entscheiden wie heute. Ja, Effizienz, defensiv Zweikampf gewinnen. Und das gibt es besser zu machen. Danke vielmals, alles Gute. Merci. Messi Michael Fritsch ist nicht dran gesagt, Klarner Kotti, Differenz 1. Also der Captain vom FC Thun, wo man merkt, dass da überhaupt nicht Panik aufkommt im Berner Oberland. Der dritte Platz für direkte Europa-League-Qualifikation, der ist jetzt also weg, Gianni. Aber wir haben auch gesehen, es kann eine Chance sein für einen anderen Club. Xamax, der direkte Ligaerhalt. Experte, Georges Bregi, ist wahrscheinlich auch einer von denen, der im Winter in der Winterpause gesagt hat, Xamax könnte der Absteiger sein. So, alles kommt anders, als man denkt. Jawohl, Stefan. Und da hat es ganz viele davon gegeben, die gesagt haben, ja, Xamax, der Abstieg ist schon fast besiegelt. Und jetzt sind wir wieder mitten drin und es ist super spannend. Und wenn wir das Wort Panik von vorher noch aufnehmen wollen, geben wir das gerade mal weiter an Murat Yakin. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio zu Gast sind nach der Niederlage gegen die Berner Young Boys. Jetzt hat man drei Matches in Serie verloren. Ist es mitten drin in dem Abstiegskampf? Ist das Wort Panik irgendwie im Wallis allgegenwärtig? Ja, wir müssen jetzt... Nicht alles schwarz malen. Wir haben gute Spiele schon gezeigt und wir haben auch, denke ich, auch sehr viele positive Aktionen heute gehabt. Man sieht den Unterschied, wenn eine Mannschaft befreit aufspielen kann, dass sie sehr effizient sind und wir bemühen uns und kriegen einfach den Ball nicht über die Linie. Und, ja, es ist ein bisschen sinnbildlich jetzt die letzten zwei Spiele oder drei Spiele, die sicher auch anders hätte aussehen können. Aber heute klar, Klassenunterschied. Also man sieht, dass Bern shooten kann, dass sie schon längere Phasen miteinander so spielen, Automatismus stimmt. Und bei uns, sagen wir so, defensiv zu wenig gut verteidigt und offensiv zu wenig klar. Also das mal klar, siehst du genau gleich, Josh? Ja, wie gesagt, Sio hat angefangen und hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft auf dem Platz, die wirklich will. Und dann ist das Goal gekommen. Und das war im Prinzip schon der erste Knackpunkt für den Spieler vom FC Sio. Und da hat man gemerkt, und dann war es auch ein bisschen nicht so einfach. Schauen wir es uns an, 7. Minute. Da sieht man, wie Ibe das hervorragend rausspielen tut. Im Prinzip sind die Verteidiger nur Statisten dahinter und sie sind keine klare Hornung. Alle haben gewartet, was der andere macht. Der Endoje kommt raus, macht noch Platz frei. Und das war eigentlich normal, dass da nachher das Goal uns entstanden ist. Sind Sie auf der Trainerbank auch ein Stück weit? Es hat gute Phasen gekommen. Wir haben auch noch ein paar Chancen von Ihrer Mannschaft. Aber sind Sie ein Stück weit auch ein bisschen überrascht gewesen, wie weit weg dass Ihre Leute von den Gegnern sind? Man weiß, was sie bekommen, wenn sie Raum haben, wenn sie Platz haben, dass sie dann auch effektiv vor dem Goal sind. Das wissen wir auch. Also, hat Sie das auch ein bisschen, ja, gut, wenn ein bisschen hässig gemacht? Wenn ich die Szene im Fernsehen sehe, dann ist es erschreckend, wie wir verteidigen. Ja, zu weit weg gestanden. Das ist klar, dann muss man den IB nicht zweimal bieten, wenn ihre Maschinerie mal läuft und der Offensivdrang, das kennen wir. Sie haben auch etwas Gutes machen aus den letzten Wochen, oder, Berner Young Boys? Das ist dann vielleicht noch erschwerend dazugekommen. Ja, mir auch. Das stimmt. Ja, es ist nicht so, dass... ich denke, die Mannschaft ist gewillt, es ist engagiert. Es ist nicht so, dass sie einen Vorwurf machen kann, dass sie nicht wollen. Am Schluss... ja, das sind die zwei Phasen, die einfach heute nicht aufgegangen sind. Defensiv zu viele Räume gelassen, dann noch in den Rückstand geraten und nachher haben wir uns bemüht. Bemüht, um offensiv etwas... wir haben nach dem 0-1 haben wir noch einen Lattentreffer, der zum 1-1 hätte können. Schauen wir es uns gerade an. Das war die Chance von Bastian Thoma, 27. da, Flanke von Morgado. Ja, wenn man solche Aktionen sehen, also das ist ja so, dass ja die beiden Jüngsten und die eigenen da jetzt versuchen, sich dagegen zu wehren. Also die Chance vom Biting Kasami, oder, wo der Fumball muss noch mirakulös rausfischt. Also ihre Mannschaft hat schon Chancen gehabt, so ist es ja nicht. Aber halt auch seit drei Spielen kein Goal. Ich habe wieder stundenlang spielen können und heute den Ball einfach irgendwie nicht über die Linie drücken.
Also das Problem, das man aber ganz schnell muss angehen muss für die nächsten Match, St. Gallen und Xamax, wo da wartet. Wir gehen mal weiter in der Reihenfolge. Wir haben noch ein paar Highlights, die wir anschauen wollen. Zum Beispiel das 0:2. Christian Fasnacht und daran angehängt, er hat noch das 0:3. Und das ist eben auch die Defensive, die Sorgen bereitet hat, George. Ja, das Problem ist gesehen, muss sicher der Ebischer kommt aus dem Mittelfeld raus, bis er zurückgeschaltet wird, ist er schon wieder im freien Raum, hat den Ball, macht es nachher hervorragend, tut einen Drucklecker auf den Fasnacht und Fasnacht jetzt die Chance ausnutzen. Ich meine, das war eine von den vielen Chancen, die ich in der ersten Halbzeit hatte, wenn wir die von Waro noch die alle dazu zählen. Das 0-3. Da ist das 0-3, da sieht man wieder, wie weit das, die Spieler weg sind, wie einfach das Schichtlein ausspielen. Und klar, der Schicht macht es hervorragend und schlänzt den Ball in die Wittrecke. Also das 0:3 vom Thorsten Schick. Und wir haben die Situation schon noch ein bisschen detaillierter angeschaut. Das ist vielleicht auch etwas für Sie, für das Videostudium. Darf ich dich bitten, Schorsch, du hast das 0:3 noch analysiert? Ja, man sieht jetzt hier, dass der Ebischer den Ball hat. Und da sieht man die drei Jungspieler, alle warten. Der Ebischer kann schauen, was er machen will. Mit einem einfachen Pass zum Fasnacht alle ausschalten. Dann geht der Ball weiter raus zum Benito und der flankt. Jetzt sieht man, der Morgado läuft rein, läuft zurück zum Schicht. In dem Moment hat ja der Schicht die Möglichkeit, zum Ansame zurückzulegen, zum Huaro. Und der Schicht macht eine kleine Körpertäuschung und der Morgado ist nachher komplett ausgeschaltet. Und man sieht wieder, wie weit dass die Spieler alle wegstehen vom Gegner. Ist es böse, wenn ich sage, das ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage? Nein, so man sieht, weg... vielleicht jetzt gerade in dieser Szene gefahren nicht und wo man auch die Mitspieler ein bisschen unterstützen kann, wo man weiß, wenn er da im 16er muss sein, die tackle und der andere muss ihm zu Hilfe kommen und das ist das, was ja immer wieder ansprechen. Generell alle Goal, die wir jetzt heute bekommen haben, der gegnerische Mittelfeldspieler, und tief läuft, ein Überraschungsmoment, wo wir auch angeschaut haben. Ja, dann, wenn man sagt, ja, die Automatismen laufen dann und einen Schritt in die Sportkunst, dann wird es gefährlich. Dann, ich kann es nicht anders momentan erklären. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, das wissen wir. Wir haben auch letzte Woche oder vor zwei Wochen daheim gegen Basel gegen einen starken Gegner. Das sind die besten zwei Mannschaften. Und wir müssen uns sicher nicht mit denen zwei messen. Die Mannschaft, die wir letzte Woche gegen Zürich verloren haben, vor dem 0-1, haben wir drei hochkarätige Chancen. Ja, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Also, Wir stehen jetzt sicher die nächsten vier Spiele, wo es um alles geht. Und da müssen wir unsere Punkte holen. Also, wenn Sie Zahl 4 ins Maul nehmen, schauen wir uns 0:4 noch an. Guillaume Waro, der Torschütz, der sein Torkonto erhöht. Also das dann noch... vielleicht eins zu hoch gewesen, George. 0:4. Ja, kann eins zu hoch sein. Aber in der ersten Halbzeit hat der Waro x Möglichkeiten gehabt, die er im Prinzip normalerweise verwertet wird. Aber ich glaube, das ist jetzt einbüchlich. Ich bin davon ausgegangen, dass der Waro heute wirklich ins Goal schießt. Wie der Muri gesagt hat, sie bringen den Ball nicht über die Linie. Und das ist im Prinzip beim Waro praktisch das Gleiche. Ja, gut, haben wir gesehen, dass ja der Kevin Fickens uns ja oftmals auch wieder gerettet hat. Er schießt und rollt irgendwie über die Linie. Und wir auf der anderen Seite genau, schießen die Pfosten, Latte. Drei oder viermal heute. Ja. Genau, und das ist das, wo man auch vielleicht nicht gerade einen Vorwurf machen kann, aber Ulrikis ist noch jung, der Chite Musa mit dem Fortune, das sind ja junge Spieler, und Bastian Thoma ist ein junger Spieler, also vor allem auch noch Morgado und Conte, also wir haben glaube doch sehr viele Spieler, die noch nicht die Erfahrung haben, die heute auf der gegnerischen Seite heute angetroffen haben. Also. Sind wir gespannt auf die kommenden Auftritte von Ihrer Mannschaft. Wünschen dabei viel Glück. Danke für Murat Yakin, dass Sie noch schnell bei uns im Studio waren. Und bedanken uns an dieser Stelle beim Trainer vom FC Sion. Und jetzt gehen wir zu der Nathalie Barros. Wie sie hat zwei ganz spannende Interviewpartner bei sich. Ja, ich freue mich sehr auf doppelte IB-Power heute mal im Interview mit dem Thorsten Schick und dem Christian Fasnacht. Das 4:0 für IB, sagen wir, ist die Einstellung auf dem Platz heute eine andere gewesen im Vergleich jetzt zum Xamax oder zum Lugano-Spiel? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass heute der Spielverlauf ein bisschen auf unserer Seite war. Wir haben unsere Chancen einfach am Anfang sehr gut genutzt. Wir haben auch gegen Xamax viele Chancen gehabt. Es hat einfach nicht sein wollen, dass das da passiert. Und heute waren wir, glaube ich, kaltschnäuzig und ich glaube, der Sieg geht absolut in Ordnung. Christian Fasnacht, der hat lang nicht mehr getroffen. 10 Spiele waren es. Man hat noch viel gesehen, wie der Tänge ein bisschen im Verlieren war. Ist es schon fast eine Lösung, dass er wieder getroffen hat?
Ja, ist sicher für mich persönlich etwas Schönes. Aber ich sage immer wieder, ich habe so gute Mannschaft um mich herum, so wie gute Stürmer, die ihre Goal gemacht haben. Wenn wir jetzt irgendwo in der Tabelle hin wären und ich, oder beziehungsweise mir wegen meiner Chancen nicht zum Meistertitel gekommen wären, dann sieht das anders aus. So ist es einfach ja, meine persönliche Statistik, die jetzt wieder etwas besser aussieht. Aber ja, mir ist schlussendlich egal, hauptsächlich wir gewinnen und wir spielen gut als Mannschaft. Das ist das, was eigentlich auch zählt. Ist es gut, dass ihr wieder mal getroffen habt, dass ihr auch die ausländischen Club nicht vergessen? Oder ist das sowieso schon alles ein bisschen trocken? Es ist natürlich immer schön, wenn man mit einem Goal auf sich aufmerksam machen kann. Aber ich glaube, bei mir sind auch nicht eben, schon gesagt, ich habe viele Chancen liegen. Ich glaube nicht, dass mein Verein jetzt wird holen wegen meiner geschossenen Goals und wegen anderen Qualitäten. Aber ja, ich mache jetzt meinen Job so gut es geht. Wenn noch das ein oder andere Goal fällt, dann bin ich umso glücklicher. Ihr habt heute mit dem ersten Saison-Goal glänzt, Thorsten Schick. Was sich natürlich die Fans auch ein bisschen fragen, ist es eventuell ein Abschiedsgeschenk gewesen, schon fast? Das ist jetzt noch ja, schwer zu sagen. Ich habe die Saison einfach sehr oft als Verteidiger gespielt. Da habe ich einfach, glaube ich, der Mannschaft mit einigen Assists helfen können. Heute habe ich einmal weiter vorne wieder gespielt. War froh, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen habe können. Und ja, jetzt sind noch ein paar Runden zum Spielen und dann werden wir schauen. Es ist alles offen. Es ist jetzt gerade eine wichtige Phase meiner Karriere. Die Entscheidung ist einfach ja, noch nicht gefallen. Das ist gut zum Überlegen und ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und werden wir einfach schauen, was passiert. Aber wie sehr würde es euch zu Bern noch gefallen? Schlägt das Herz für IB, oder? Ja, auf alle Fälle. Also, das Herz ist definitiv gelb-schwarz ein bisschen. Also, es waren bis jetzt drei wunderschöne Jahre und meine Familie fühlt sich irrsinnig wohl, ich fühle mich irrsinnig wohl. Der Verein ist zufrieden mit mir. Das ist auch eine schöne Anerkennung. Ist glaube ich, schöner, wenn der Verein mit dir verlängern will, als der Verein sagt, du, es war schön, aber bitte trennen wir uns. Es ist ja, Anerkennung für die Leistung über die drei Jahre. Und wie gesagt, ich muss mir einfach meine Gedanken machen und dann werden wir schauen, wie die Entscheidung dann ausfällt. Merci vielmals, danke schön. Merci. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Merci, danke. Also, ich habe es äußerst amüsant und informativ gefunden, das Interview von Nathalie Barres mit diesen beiden Herren. Da wird die Zukunft zeigen, wo der Weg von Fasnacht und Schick angeht. Unser Weg geht jetzt in die Rundenübersicht. Voilà, da sind wir angekommen. Basel gegen Zürich 3-0, GC St. Gallen 0-1, Lugano schlägt den FC Luzern 1-0. Sion verliert 0-4 die Heim gegen die Berner Young Boys und Neuchâtel Xamax gönnt auswärts beim FC Thun mit 2-0. Den Blick auf die Tabelle und sehen, seit langer, langer Zeit steht wieder mal eine andere Mannschaft auf Tabellenplatz Nummer 3. Es ist die Mannschaft aus dem Tessin, der FC Lugano. Ein Punkt vor den Thuner und der Innerschweiz. Dann kommen die St. Galler und dann kommt das Päckchen Sion und FC Zürich auf Platz 7 und 8. Und auch nur ein Punkt hinten dran. Neuchâtel Xamax und dann die Grasshoppers, die sind schon 12 Punkte hinter Xamax. Bei noch 4 Spielen gibt 12 Punkte. Da ist rein mathematisch noch nicht ganz gegessen, das dann am nächsten Wochenende allenfalls der Fall im Auswärtsspiel gegen den FC Luzern. Aber die Chancen die sind doch relativ klein. Für sie daheim sind die Chancen allerdings relativ gross, dass sie nächste Woche Champions League könnt bei uns schauen können. Sie sind sogar bei 100%, weil wir zeigen ihnen alles, was sie sehen müssen, am Dienstag und am Mittwoch. Vier Teams, zwei Spiele. Ein Ziel. In den Halbfinal-Rückspielen werden die Weichen dafür gestellt. Was ist das hier für ein Fußball? Das große Finale der UEFA Champions League ruft. Das ist doch bekloppt! Ich habe sowas noch nicht gesehen, liebe Zuschauer! Beide Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League am 7. und 8. Mai nur auf Teleclub. Die Spiele der UEFA Champions League werden Ihnen präsentiert von Nissan und Mastercard, offizielle Sponsoren der UEFA Champions League. Also das sind dann die Halbfinale, die Sie bei uns sehen können. Selbstverständlich zeigen wir Ihnen auch den Champions League Final live und exklusiv im Free TV auf Teleclub Zoom. Am 1. Juni sind wir dann für Sie da. Das dürfen Sie ja nicht verpassen. Und verpassen dürfen wir eben jetzt auch nicht die Schlussphase dieser Meisterschaft, Josh. Das wird ultra spannend. Barrage, huiuiui. Ja, es ist eigentlich schön, dass es die Barrage-Spiele noch gibt, weil so ist die Meisterschaft wirklich noch sehr spannend. Da müssen so viele Mannschaften noch darum kämpfen. Und ich will nicht in der Hütte stecken von den Trainern, die da involviert sind, vom Sportchef, vom Präsidenten, die Nerven, die sie behalten müssen. Das geht euch von Thun, glaube ich, wieder ein bisschen über die Bücher gehen. Die haben noch kein Spiel gewonnen in der Rückrunde. Also wenn die so weiterfahren, können die auch noch weiter runter in der Tabelle. Und
ich glaube, so spannend haben wir die Meisterschaft noch nie gehabt. Und schön ist ja, dass wir da am Tisch das Ganze ganz in Ruhe analysieren und uns nicht mehr so Gedanken mitmachen, du früher mit Sportchef und Trainer. Danke, Josh, für den Besuch am heutigen Abend. Herzlichen Dank Ihnen zuhause. Fernseh abschalten jetzt überhaupt keine Option, weil es folgt noch unsere Tagrunde Heimspiel, unter anderem zu Gast der FCB-Präsident Bernhard Burgener. Dabei wünschen wir viel Vergnügen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder hier auf dem Sportsender Nummer 1 der Schweiz auf Teleclub. Machen Sie es gut. Ade miteinander. Spiele, alle Tore wird präsentiert von EA Sports und dem neuen FIFA 19. For the players.